Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Heute gibt es mal wieder einen neuen Web-Talk. Wie ihr erkennen könnt, wenn man das jetzt gut sehen kann, hoffe ich, geht es um Sido. Ich und keine Maske. Ich zeige euch erstmal die Sido-CDs, die ich bis jetzt habe. Da haben wir einmal Roya Bunker mit Savage. Dann haben wir 30F80. Das Platin-Album, wo dieser Mammut-Remix auch drauf ist, kennt ihr ja alle wahrscheinlich. Hier Sido natürlich. Sein Bam. Seite Nummer 3. Dann habe ich hier Blutsbrüders. Die Musik zum Film. Cover habe ich jetzt, ist mir irgendwann mal rausgefallen. Ich schätze, jeder Sido-Fan kennt den Track Endstation. Beispielsweise hier haben wir das goldene Album von Sido. Da erkennt man, die Tracklist ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich kann sie trotzdem mal so reinhalten. Dann natürlich noch 23 mit Bushido. Zack. Dann haben wir natürlich noch Ich um meine Maske. Das Album kennt auch wirklich jeder Sido-Fan, will ich hoffen. Und dann zu dem Album, wozu wir jetzt kommen, Ich und keine Maske. Bam. Ich feiere die CD so. Baff. Fangen wir mal direkt an mit dem ersten Track. Wie Papa. Das war der erste Track hier vom Album. Denn keiner macht es so wie Papa, weil keiner hier so gemacht ist wie Papa. Sie versuchen es wie mit Maske, so wie Papa, doch sehen keine Sonne, weil sie nur im Schatten stehen vom Papa. Bruder, Sido ist on fire. Ja, jetzt kommen wir direkt zum zweiten Teil. Junge von der Straße, da merken wir mal von Sidos Straßenvergangenheit. Für viele, die denken, der hatte das vielleicht alles schon, die noch nicht so lange im Geschäft dabei sind. Geiler Track. Er ist einer von den Jungs, der auf der Treppe sitzt. Mit Kapuze und Tattoo auf der Hand und auf einmal haut ihn einer auf die Fresse. Gestern hat er ihn noch Bruder genannt. Track 3 ist Melatonin featuring Joni und Baker. Ja, da geht es halt um Drogen und so weiter. Den Konsum kam aber auch ein Video zu raus. Könnt ihr abchecken. Manchmal habe ich alles und jeden satt. Jeden Tag den gleichen Scheiß wie jeden Tag kein Morgen, an den ich mal kein Schädel hab, doch man darf nicht jammern, wenn er ein Mann darf nicht jammern, wenn er Wehwehchen hat. Track 4 ist featuring Apache. Der Track ging ja schon übelst ab, hat man ja schon gehört. Also kam kein Video, aber hat man so mitgekriegt in den Rap-Medien. Und Apache nimmt halt im Moment alles auseinander. Kann man nicht anders sagen. Geiler Track. 2002 heißt das Ding. Sido-Part, Gänsehaut, kann ich nur sagen. Und das ist kein Feature, ich mache keine Feature, erfülle nur den Traum, den ich als Kind hatte. Das ist der Part, den ich rausgesucht habe. Track 5 ist Leben vor dem Tod. Dazu kam auch ein Video mit Mochi. So, das Leben ist zu kurz, so und so weiter, darum geht's halt. Man soll leben. Mochi, weißt du noch, Digga, als wir jung waren, war noch alles witzig, aber nur einmal nicht geguckt, dann bist du alt. Fühlt man auf jeden Fall. Beste Zeit geht halt, wenn er das Geld verdient hat, das zu verprassen, Urlaub fahren und so. Ihr kennt den Film. Die kalte Luft in Berlin ist Schnee von gestern. Wir sind ab jetzt nicht mehr erreichbar wegen Wetter. Wir drehen unser Leben jetzt mal komplett auf links und schreiben unseren Namen mit Adding of the Sphinx. Bruder, dann kommt zu Track 7, kam eine Audio-Single raus, Samra und Savage am Start. Ja, feiere ich übertrieben den Track. Ich habe mal den Part rausgesucht von Sido. So ein typischer Sido-Part, wie man ihn kennt und liebt auch, wie man es nur von Sido kennt, für mich so. Wie Schreibung, Reime macht mich high. Nein, tut mir leid, ich mein, wie ich reime, macht mich geil.
Dann kommen wir zu Track 8, der mich persönlich am meisten überrascht hat damals. Kam ja im Video zu, kennt man mittlerweile schon in- und auswendig gefühlt. Dass Sido mal einen Track mit Luciano so auf Trap macht, mäßig so in der neuen Zeit, leider. Hätte ich so auch nicht erwartet, aber Energie, brutaler Song. Habe ich mal aufgeschrieben. Ist mir Latte so wie morgens, wenn ich pisse. Nein, das sind keine Worte, das sind Witze. Ist geil. Ein geiles Album, echt. Und Track 9 ist hier das Geheimnis auch. Ein geiler Track. Da geht's halt um. Da erzählt er so von seinem Sohn, dass er all möglichen Fragen stellt. Ich kann ja mal was raussagen hier. Warum sind die Finger so schrumpelig nach dem Baden? Und das Kind halt so viele Fragen und du dir immer die Antworten geben musst. Aber holt euch das Album, wenn ihr den Track hören wollt. Ist auf jeden Fall ein cooler Track. Track 10 ist Papu. Da geht es um seinen Opa. Da habe ich sie aufgeschrieben. Er sagte, rede nicht so viel, denk nach, alles ist ein Spiel. Und du wirst verlieren, hier und da. Such dir eine Frau, mach Kinder. Achte auf den Hintern, sagte er mit einem Augenzwinkern. Das ist auch ein geiler Track, gefällt mir sehr gut. Dann Fällig mit dem Sänger Santos, der hat schon sehr viel gemacht. Ich meine, er hat einen Track mit Savage und Sido auf Royal Bunker gemacht. Der hat, glaube ich, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber die Hook von Sex ohne Grund gesungen. Und oh, der hat schon so viel gemacht, ey. Soweit ich das weiß. Auf jeden Fall ein geiler Sänger. Was habe ich denn dazu aufgeschrieben? Komm, wir chillen übertrieben. Komm, wir chillen übertrieben. Lassen Netflix links liegen. Instinkte wie bei Tieren. Und das ist kein Sex. Wir fliegen. So, nochmal. Komm, wir chillen übertrieben. Lassen Netflix links liegen. Urinstinkte wie bei Tieren. Nennen das ist kein Sex. Wir fliegen. Halt ein Sex-Track. Track 12, das Buch. Kam auch ein Video zu raus. Ich dachte die ganze Zeit, dass eine rote Maske oder so, wenn man die so die ganze Zeit gesehen hat, dass die in der Box landet, habe ich gedacht. Aber dann ich und keine Maske, dachte ich die ganze Zeit, fast nicht. Aber ich dachte trotzdem, irgendwas kommt damit. Aber kam ja kam ja nicht. Aber egal, ich habe mir aufgeschrieben, Spotify rasiert und auch im Radio geht's weiter. Du kannst meine Jacke tragen, aber frag mal den Designer. Er wird dir sagen, dass gar nicht deine Kragenweite kleiner. Geiler Part. Sido-Album ist halt mal komplette Abwechslung. Nicht nur dieses Geflexe und. Klar, ist geil. So. Ich mag's auch, ist klar. Aber man merkt halt, dass er ein Rap von der alten Schule ist. Schon okay. Featuring Casper. Habe ich mal auch so aufgeschrieben, dein einziges Gangster-Gang war eine Staffel Narcos zu gucken, du Depp. Das ist eine coole Line. Dieser Track erinnert mich irgendwie, ich höre Casper ja eigentlich überhaupt nicht. Ich kenne nur von Feature Parts. Aber auf King fand ich den auch so krass. Bei Kollega damals war das. Ich glaube Lamborghini Kickdown oder so hieß der, irgendwie so ähnlich. Und der Track gefällt mir auch richtig gut, richtig nach vorne. Hätte ich nicht erwartet. Track 14 ist dann halt einfach. Pyramiden ist halt ein typischer Radiosong, den Sido noch draufgepackt hat. Passt so gar nicht aufs Album, hat er ja damals im Interview auf hiphop.de auch gesagt. Aber ich habe dazu trotzdem aufgeschrieben, wir alle wollen Großes bewirken, um irgendwas zu hinterlassen, aber weil wir gierig sind, schaffen wir nur Computer und Waffen. So, das war's mit dem Sido-Album. Gefällt mir richtig gut, das Album. Kann man gut durchhören. Viel Message in den Texten drin. Ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsalbum. Manchmal fehlt mir diese gewisse Härte halt. Aber das weiß man ja mittlerweile bei Sido, dass das nicht mehr so am Start ist. Ist auch nicht so schlimm. Gibt genug Rapper, die das machen. Sonst, Bastard, dein Hengst-Feature oder sowas hätte ich noch ganz cool gefunden. Ja. Sonst noch. Interview von Sido könnt ihr euch natürlich bei hiphop.de angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, Sido ist auf 1 gegangen, war schon ein paar Tage vorher klar, der bekannt gegeben.
Unboxing-Video dazu findet ihr natürlich auch auf meinem Kanal. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, abonniert gerne meinen Kanal, sagt mir, wie ihr das Sido-Album fandet. Und was gibt's sonst noch? Ne, das war's eigentlich schon. Ja, ich bin raus, Leute.